Nils Holgersson ist für seine Missetaten in einen kleinen Zwerg verwandelt worden. Jetzt ist er zusammen mit Martin, dem Ganter, und einem Schwarm Wildgänse auf dem Weg nach Lappland. Da ist eine Nebelwand vor uns. Es ist besser, wir landen. Die Gänse gleiten vom Himmel herab und landen im Gebiet der Schwäne. Was für wunderschöne Vögel! Welcher Wind hat denn wohl die Wildgänse auf unseren See geweht? Fragten sich der König und die Königin der Schwäne. Der Nebel zwang uns zur Landung, Eure Majestät. Wir fliegen weiter, sobald sich der Nebel verzogen hat. Kein Problem. Ihr könnt gerne ein oder zwei Tage bleiben. Eine weiße Gans? Was hat denn das zu bedeuten? Wahrscheinlich wollen Gänse neuerdings wie Schwäne aussehen. Au! Kein anderer Vogel darf wie ein Schwan aussehen. Wir werden dir alle Federn rausreißen. Lass ihn zufrieden. Er hat dir überhaupt nichts getan. Smirre der Fuchs wollte die gute Gelegenheit der Geschehnisse auf dem See nutzen. Pass auf, Königin! Das nächste Mal schaffe ich dich erst aus dem Weg, du Zwerg. Jedes Mal verdirbst du mir die Jagd. Tut es weh, Martin? Kannst du noch fliegen? Sie haben mir nur drei Federn ausgerissen. Ich weiß gar nicht, warum ich diese böse Königin gewarnt habe. Ah, da ist das Wichtelmännchen, das Nils verwandelt hat. Er scheint mit dem Fortschritt von Nils' Wandlung zufrieden zu sein. Seht, der Nebel lichtet sich. Wir können weiterfliegen. Sie flogen über ausgedehnte, fruchtbare Felder zum Vogelsee Tackern. Wir hätten diesen See vermeiden sollen. Die Menschen schießen hier auf Vögel, weil sie den See trockenlegen wollen. Aber warum? Um sich noch mehr fruchtbares Land für Felder anzueignen. Ein kleiner Junge erschien im Tor. Er schaute sich um, weil er sehen wollte, ob ihm jemand folgt. Alles in Ordnung? Ich bin okay. Mein Name ist Per Ola. Und wie heißt du, kleiner Zwerg? Ich bin Nils Holgersson. Meine Mama erzählt mir jeden Abend Geschichten von Wichtelmännchen und Zwergen, so wie du. Willst du auch zum See? Zum See? Aber dort schießen sie doch. Ich bin los, um meinen Ganter zu suchen. Ich habe ihn Jarro genannt. Mein Papa benutzt ihn als Lockvogel. Was ist ein Lockvogel, Akka? Das wirst du noch früh genug erfahren. Jetzt müssen wir erst einmal den Ganter retten. Ich rette ihn. Das ist kein Problem für mich. Du bleibst hier, Martin. Deine Farbe würde uns verraten. Per Ola, du führst uns dahin. Und so führte Per Ola Akka und Nils zum See. Da drüben auf der Insel, das ist Jarro. Oh mein Gott, er lockt die Vögel für die Jäger an, damit sie abschießen können. Das Boot hat ein Loch, Per Ola. Es gibt kein anderes Boot. Was sollen wir bloß tun? Nils, hilf dem Jungen rudern. Ihr müsst die Insel erreichen. Nils tat sein Bestes, aber das Boot begann zu sinken. Wir holen die Jäger zur Hilfe. Rudere weiter, Per Ola. Jarro, kannst du mich hören? Ich komme und hole dich. Hört alle auf zu schießen, da ist ein Kind auf dem See. Oh Gott,
Das ist Perola, mein Sohn, und das Boot sinkt. Hört auf zu schießen. Hört ihr mich? Hört auf zu schießen. Lauf, Cäsar. Bring Perola zurück. Hurra! Was ist passiert? Du bist ein bisschen geschwommen, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Dein Papa kommt und holt dich ab. Du hast meinem Sohn das Leben gerettet, Cäsar. Das werde ich dir nie vergessen. Ich möchte aber gerne wissen, wer mich gewarnt hat. Ich werde ihm jeden Wunsch erfüllen, bei meiner Ehre. Ich war es, der dich gewarnt hat. Und wenn du mir einen Wunsch erfüllen willst, dann lass den See so, wie er ist. Er ist das Zuhause der Vögel und Felder habt ihr alle genug. Das Leben meines Sohnes ist mehr wert als jedes Feld auf dieser Welt. Du hast mein Wort. Danke. Jetzt lass uns zusammen Jarro befreien. Akka kehrte zurück zum Schwarm und Nils zu Martin. Nils hat Mut bewiesen und schon wieder eine gute Tat begangen. Wird er wieder Menschengestalt annehmen oder wird er weiter mit den Wildgänsen nach Lappland fliegen?